Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Präsidentenwahl in den USA. Inzwischen haben viele Wahllokale im Osten und in der Mitte des Landes geöffnet. Die Kandidatin der Demokraten Hillary Clinton und der Kandidat der Republikaner Donald Trump gaben bereits in den Vormittagsstunden ihre Stimme ab. Erste Prognosen werden in der Nacht erwartet. Schlag gegen Terrororganisation IS in Deutschland. Auf Anweisung der Bundesanwaltschaft wurden 5 Männer festgenommen. Sie sollen ein radikal-islamisches Netzwerk betrieben haben mit dem Ziel, Rekruten für die Terrororganisation zu werben. Einer der Verhafteten soll der oberste Repräsentant des IS in Deutschland gewesen sein. Rewe lässt Klage gegen Ministererlaubnis ruhen. Das Unternehmen will mehr Zeit für eine außergerichtliche Einigung mit dem Konkurrenten Edeka. In einem Eilverfahren hatte das Oberlandesgericht Düsseldorf die Übernahme der Supermarktkette Kaisers Tengelmann durch Edeka zunächst gestoppt. Im Hauptverfahren wird es nun vorerst keine Entscheidung geben. Bausparkassen dürfen für Auszahlung eines Darlehens keine Extragebühr erheben. Der Bundesgerichtshof erklärte eine entsprechende Klausel für unwirksam, weil sie die Kunden unangemessen benachteilige. Wie viele Sparer einen Anspruch auf Rückzahlung dieser Gebühren von bis zu 2% der Kreditsumme haben, ist noch unklar. Ehemaliger Hamburger Fußballprofi Deniz Naki von einem türkischen Gericht freigesprochen. Der Deutsch-Türke kurdischer Abstammung hatte die Kurdenpolitik der türkischen Regierung kritisiert. Seine Äußerungen etwa auf Facebook hatte die türkische Justiz als Terrorpropaganda gewertet und den 27-Jährigen, der inzwischen in der Türkei lebt, vor Gericht gestellt. Das Wetter, heute Nacht noch örtlich Schnee oder Regen und später verbreitet klar. Morgen in der Nordosthälfte freundlich, sonst aufkommende Regen- und Schneefälle. Gefahr von Straßenglätte, 0 bis 7 Grad.